Wisst ihr was? Wir nehmen das auch und wir removen das. So, und wir haben jetzt hier ein neues Schwert. So, wir fangen an bei diesen Harzbibern. Ich versuche mal die zweite Plattform. Ich wollte gerade sagen, nicht Kacke zu bauen, aber die Höhe. Ja, das. Ja. Hä, okay. Eben wollte es nicht snappen. Vielleicht bin ich zu dumm gewesen. Das steht auch im Raum. Dass ich zu doof war. Okay, es snappt. Ist alles gut. Weil dann nehmen wir das jetzt und bauen wir jetzt so ein kleines Türmchen und setzen da die Crafting Stations rein. And then we good, and then we cool. Dann ist alles geil, alles schick, alles schick, alles super. Nee, das nicht. Ein Busch. Kleiner Baum. Ein etwas größerer Baum. Wie viel haben wir denn jetzt? 11. Ja, okay. Machen wir bis wahrscheinlich 30 oder so. Dann haben wir genug, um alles erstmal gebäudetechnisch hinzupflanzen, so wie wir lustig sind. Zumindest so eine erste Ebene. So wie ich mir das erhoffe, vorstelle. Ist halt schade mit dem Wood. Ich habe das ja auch da gelassen. Dass das irgendwie für nichts sinnvoll ist. Aber wir stehen am Anfang. Es gibt Skilltree. Also jetzt schon ein Skilltree, bei dem man einiges an Stuff machen kann. Später, da stand ja was von wegen hunderte Skills mehr. Sehr ambitioniert. Und dann kann man sich wahrscheinlich auch spezialisieren, was ich eigentlich ganz geil finde. Wenn man dann so eine kleine Truppe hat und einer sagt so, yo, ich mache jetzt hier den Holzfäller, let's go. Und der levelt einfach das krass und ist dann halt einfach besser als alle anderen in dem Stuff. Ich find sowas cool. Ich finde sowas cool, muss ich sagen. Muss man halt auch Bock drauf haben, ist ja klar. Aber gut. Das ist ja dann nochmal eine andere Sache. Schön, 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 schön. Kann ich jetzt hier einfach nur Wände ziehen? I can and I shall. Boop. Obwohl, nee, dann ist mein Holz schon wieder weg. Ha! Kann ich hier so eine Foundation anploppen? Ah, ja, kann ich. Acht Holz. Hat die schon immer 8 gekostet oder richtet sich das so nach? Ja, du willst jetzt hier so und so viel machen, das kostet mehr. Mal gleich mal drauf achten. Quasi angepasste Preise. Es geht doch nicht bis runter. It's something. So, und jetzt müssen wir mal überlegen. Warte mal, was haben wir an Skills jetzt schon? Wir haben Mining brauchen noch, wir haben Logging. Und wir haben jetzt Recipes and Eggs Wood. Wir kriegen dann Stone, eine Stone Eggs. Das heißt, was macht denn jetzt Sinn zu bauen? Smelting wahrscheinlich nicht. Woodworking, oder? Woodworking, dass wir dann eine neue Pickaxe bauen. Okay, das snappt alles ein bisschen weird jetzt hier, finde ich. Das stellt man so halb rein, das ist ja irgendwie doof. Ah, mit Shift snappt das nicht mehr. Okay, das ist smart. Okay, I like that. Ich nehme alles zurück. Bam. Lightwood. Ich brauche jede Menge Lightwood. Hä, was ist das? Nein, stopp. Ich wollte nicht Woodworking wollte ich. Weapon kommt auch, aber Weapon kommt dann. Ja, I guess hier so hin. So, wenn man reinkommt, so. Hier. Ja. Okay, mehr Bäume. Ah. Mehr Bäume, wir kriegen gleich Upgrades, dann schaffen wir da halt noch hier in einem halben Stündchen noch ein bisschen was hochziehen. Ja, und dann haben wir was von der Welt gesehen, ja, oder eine Cutscene am Anfang gesehen. Vielleicht schaffe ich es auch noch ein Tier zu erlegen, was nicht nur so ein kleiner Harzbiber ist, der jetzt nicht allzu viel macht. Außer man intet halt, aber gut, das passiert mir halt auch mal. Ne? So. Ich fand das auch echt vorhin krass in Lies of Pi, also danke nochmal für den Tipp. Jetzt habe ich den Namen schon wieder halb, es tut mir leid. Fusui, falls du noch da bist. Danke für deine Tipps, Freund. Weil das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wir sind ja 3, 4 Mal gestorben. Übelst weggeflankt worden. Naja, nein, also schon zweite Phase und so, aber ne, und dann war vorbei. Ja, und dann der Tipp, wie man es vielleicht eigentlich machen sollte. Und übelst an die Wand geschallert, das Vieh. Das war richtig gut, richtig schön. Also wirklich, danke nochmal dafür, dass. Mit dem Kombo und einfach wirklich aggressiv rein und dass es dann halt
ja, so eine Wirkung hat, ne? War nice, war nice. Hat uns auf jeden Fall, hat mir sehr geholfen. Gut, uns, dem Chat dann auch geholfen, dass ich da nicht ewig hänge. Aber schon sehr nice. So. Holz sagt 43. Schauen wir mal. Oh, der Biber will hier rein. Oder mein Holz anknabbern. Eins von beiden. Wie willst du denn da? Wollte schon sagen, Alter. Woodworking Bench. Lightwood Blade, Lightwood Handle. Lightwood Handle? Ah, Bruder, wir sind, aber das ist jetzt nicht Rope. Kann ich Rope noch machen? I can. Sexy. Papa. So. Okay, was ist hier? Assemble a new weapon. Handle Crossguard Blade Refinement. What? Edit Weapon. Geil! Okay, ja. Auch wieder aus mehreren Parts die Waffen zusammenbauen. Finde ich gut, finde ich gut. Kleines Feuerchen, das machen wir aber nicht in der Wohnung, okay? Machen wir mal außerhalb. Guck mal, kochen wir hier. Hier, schön am Wasser. Natural Oil. Okay, und Lightwood. Was sind denn die Skills? Ich muss noch echt einiges hier. Psst. Raise Progress. Achso, warte mal, wenn ich das decrease, was ist denn das? Smelting. Activated. Activated. Ah, ich kann den extra Toolslot haben. Oh, lol. Was ist denn, wenn ich den Toolslot habe, dann eine Waffe reinpacke und dann den Skill aber wieder umskille? Oh, dann ist es gesperrt. Ah, okay. Aber der Slot ist frei. Okay, ich meine jetzt ja sowieso nicht. I mean. Okay. Wir sammeln Holz, wir sammeln Natural Oil, um vielleicht ein bisschen zu kochen. Ach, das ist hier auch direkt. Geil. Glue auch. Schön, 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 schön. Ja, ist hier direkt mit der Wüste nebenan. Auch mit dem Granit, wir wissen noch nicht, was wir daraus machen, aber wir haben es. Da ist ein Leuchtturm. Okay, geil. Sag mir nicht, das sind Steine. Und ich bin ewig zurückgewartet. Es sind Steine. Ey, wir brauchen auf der Karte Markierung, damit ich das in Zukunft, damit man sowas noch weiß. Also, ne, so. Pst, damit man solche Spots einfach immer drin hat. Ach, dann gib mir Stein. Stein auf Stein. Wir machen die 50 voll hier, Leute. Wir machen die 50 voll. Ich fange mal jetzt. So, 7 Schläge noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Jetzt gucken wir nochmal kurz nach den Ölpflänzchen. Die waren ja auch zu finden. Da hier. Da schauen sie raus, die kleinen bläulichen. So, wir brauchen insgesamt. Glue brauchen wir nicht, wir brauchen Natural Oil 10. 7. Da ist Kohle. Soll ich mal Kohle abbauen? Haben wir den Plotz? Eigentlich nicht. Aber eigentlich schon. Kohle. Geil. Kiste machen wir auch, dass wir das dann ablegen können. Da ist noch mehr von den Blümchen. Es ist schön, wie schnell die Sachen respawnen. Das gefällt mir. Das ist kein ewiges Warten. Das wäre räudig. Und dann, wenn du irgendwie an den Punkten noch am Ende gammeln musst, um hier irgendwie deinen Scheiß ranzukriegen. Gut, was natürlich ein bisschen unlucky ist, ist, dass wir beim Einsammeln jetzt nicht immer Natural Oil kriegen. Was war das? Foraging. Da haben wir. Achso, hier, warte mal, können wir umschalten. More chances of rare resources. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Wäre vielleicht smarter gewesen. Naja. Ich glaube, fast hier ist jetzt keine dieser blauen Pflanzen mehr, oder? Sieht ihr irgendwas? Doch, da hinten. Gutes Pferdchen. Ich tue dir nichts. Ich gehe einfach. Ich habe Walking Speed gerade decreased, was vielleicht wieder dumm ist. Da ist Natural Oil. Da ist noch so ein Blümchen. Komm, 10 Stück. 10 Stück. Let's go.
Plant Fiber, Natural Oil. Wie viel haben wir? 10. Screw it, wir gehen. Wir gehen. Okay, wir können die Cooking Station jetzt bauen. Holz müssen wir auch noch ein bisschen mitnehmen, das auf jeden Fall. Ah, das ist ja kein Problem. Lauf bitte weiter. Wir schmeißen mal Twix einfach raus. Ne? Warum? Skills, ansonsten, genau, Mining ist fast soweit. Ja, das ist auch fast soweit. Milestone 1, not available. Dann würden wir... Achso, ne, 100 Skills, was laber ich da? 10 Skills, 30 Perks. Plus 10 Skills. Also 10 plus. Noch mehr, ihr wisst schon. Hier würden wir Stone kriegen, aber hier würden wir direkt zu Eisen springen. Aber erstmal Stein nehmen macht Sinn, oder Leute? Erstmal Stein ist, glaube ich... Aber so viel Eisen haben wir noch gar nicht gefunden. Haben wir das auch? Haben wir das dabei? Wir haben es dabei. Es sind 3. Das ist echt nicht viel. Echt nicht viel. So. Darf ich dich? Darf ich? Kann ich? Willst du? Möchtest du? Du möchtest gebaut werden, oder? Warte, Kiste. Erstmal eine Kiste ist vielleicht smarter. Nur ab! Ich sehe schon, wie ich meinen eigenen Scheiß kaputt mache. Mal eine rote Kiste. Bup. So, was braucht die? Not enough resources. Ja, ich sehe auch gar nicht, was die braucht. Ach so, Leinenzeug wieder. Linnen, ja, okay. Ja, okay, dann lass uns erstmal... im Kleister. Der Clay. Dann holen wir Holz, bauen das Ding, dann können wir das eine Öl rausschmeißen. Weil wir keinen Platz haben, um das zu craften, ne? Wir haben ein großes Platzproblem. Nee, Schwachsinn. Warte mal, wir können Trick 17 hier machen. Moment. Hier, warte mal, hier war das. Zack. Okay, wir haben den Toolbelt-Slot. Können dann hier Linen craften. 2. So. Und dann können wir... Ja. Okay, geil. Ja, schmeiß ab. Schmeiß ab, wir nehmen uns gleich wieder raus, was wir brauchen. Ist mal nur hier leer, okay? Leer. Woodworking Bench, das ist ja auch noch nicht für uns. Lightwood Blade. Aber ist das nicht das, was wir haben? Einfaches Schitschwert? Nee, ist aus Zweigen. Ah, das wäre sogar aus Holz dann. Lightwood Handle, okay. Stone Crossguard. Stone Blade. Geocasting. Ah, okay, das haben wir alles. Flux! Ah, Flux ist auch am Start. Iron Crossguard. Stone Crossguard. Stone and Clay. Mhm. Lightwood Handle. Stone Axe. Geocasting. Aber wie zur Hölle kriegen wir Geocasting? What I need to do? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich die Station craften und kann dann was Low-Level-Shit-mäßiges machen. Aber keiner weiß es. Hier brauche ich dann Shrivelwood. Seht ihr mal, für die Stone Axe und Fine Resin. Skilled Logger's Eyes. Sometimes spot this when chopping wood. Ah, das baut darauf auf. Ich bin krasser am Abbauen. Krieg bessere, okay. Got it. Wir können auch wieder den Punkt umsetzen. Activated, active, inventory. Okay, das heißt, aber ich hätte schon gern die Steinaxt. Vor allem Steinblock. Das heißt, ich muss ja noch mehr, ja, Holz. Und Öl. Was brauchen wir noch? Holz und Öl. Machen wir jetzt nochmal an. Holz, Öl, Stein, Clay. Clay, Stein. Lightwood. Machen wir jetzt nochmal an. Weil da muss ich die Crafting Stations bauen, um dann halt den Stein zu refinen, um dann halt eine Steinaxt zu bauen. Wobei wir mit dem Schwert auch erstmal auf Jagd gehen können.
im besten Fall. Da hinten die Tiere, ne? Ihr wisst schon. Dann können wir auch unser Holz wiederholen. Das Erz wird respawn sein. Das können wir richtig schön snacken. Du hast so einen Plan, ne? Da formt sich doch ein Plan, du. So, komm jetzt mit. Ja. Ja, und ich glaube, das hier dann mit ein paar Leutchen. Und dann, wie gesagt, so dieses vielleicht einteilen, vielleicht Rollenverwaltung. Ne? So wie bei Raff, du bist jetzt unser Koch, du bist unser Sammler. Gut, da gab es keine Perks dazu. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. So, das stelle ich mir schon lustig vor. Okay. Und wir können hier Tiny Elixir of Endurance machen. Ja, gut, hat sich das gelohnt, das zu bauen? Ich glaube, es hat uns Woodworking oder so gegeben als Progress. Kann ich das auch alles einfach appen erstmal? Wahrscheinlich. XP Distribution. Oder ist es dann so, wenn ich alles habe, das ist so XP-Teiler-mäßig? Ist es XP-Teiler-mäßig, dass einfach alles verteilt wird, egal was du machst? Nee, das wäre auch irgendwie lame, oder? Nee. Ich glaube, das wäre auch irgendwie lame. So, Town Center. Next Attack. Oh, weil wir so viel bauen vielleicht. Da kommt vielleicht noch eine Horde Monster, du. Okay. Vielleicht sollte ich doch mal... Handle Crossguard Blade. Vielleicht sollte ich doch mal was bauen hier. Lightwood Blade. Ja. Noch mehr Resin. I'm sorry, little... Oh, wait, here's Resin. Eins aus diesem ganzen Tropfen. Ja, gut. Wo war Dodge? Hier war Dodge. Was? Das hat mich getroffen? Okay. Hä? Excuse me? Oh, nee. Schwert. Leben am Limit, Leute. Leben am Limit. Na, pass auf, du. Wenn ich mein Schwert gleich habe, du, dann kill ich dich und deine Brüder nochmal, du. Es tut mir leid, ihr kleinen Süßen. Ihr seid auch putzig, aber ich brauch euer Resin. Es ist leider die Grausamkeit der Natur. Ich brauche den Scheiß, ihr habt den Scheiß. Aber das mit dem Respawn, es spawnt alles so schnell nach. Das ist geil. Das ist schön. Ich muss jetzt hier nicht einen Wald abholzen und 3 Stunden lang irgendwie in eine Richtung komplett roden hier. Ne? So Amazonas-Style leider. Nee. Der Shit spawnt einfach nach ohne Ende. Das ist schön. Sorgt auch dafür, dass wenn man das hier alles mal weggenommen hat, das wächst wieder und es sieht zu Hause wieder schön aus. Ne? Und fein Resin gedroppt bekommen. Okay. Da machen sich unsere Skills bemerkbar. Unsere sexy Skills hier. So. Kann ich das nicht abbauen? Woodworking. Lightwood Handle. Okay. Was ist jetzt aber mit dem komischen Stone Crossguard? Clay. Not enough resort. Can I craft recipe with this crafting station? Okay. Das heißt, da brauche ich eine Crafting Station. Das wäre Geocasting, ne? So. Drehen wir mal. Und setzen wir einfach mal hin. Was brauchen wir denn dafür? Ohne Ende Clay. Clay war da unten in dem... Weil dann machen wir vielleicht das. Weil dann können wir uns ja... Ja, weiß ich nicht. Iron Handle natürlich nicht. Aber vielleicht so ein Stone Crossguard machen. Rueberry Bar. Warte mal, kann ich einfach mal Stone eingeben? Ah, nicht Caps. Caps Lock findet er nichts, ne? Ja. Stone Blade gibt's nämlich. Stone Handle nicht. Dann können wir ein Stone Blade machen. Dann war es useless, dass ich das Iron... Wood Blade gemacht habe. Wooden Blade. Shit, stuff. Wisst schon. Dann mache ich das einfach. Und dazu halt ein Stone Crossguard. Und dann... haben wir ein Steinschwert direkt. Und mit dem Steinschwert können wir die Tiere gut jagen. Apropos Tiere jagen, ich bin ja ein bisschen angeschlagen. Warte, ich bin doof. Nee, ich bin nicht doof. Na, vielleicht ein bisschen. Na, egal, wir gucken mal. So. Da ist Brütel.
Brütel. Anderer Spieler. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem PvP ist. Ich hoffe, lässt uns einfach in Ruhe. Wir lassen ihn in Ruhe. Er lässt uns in Ruhe. Alle sind cool miteinander. Alle sind. Ne? Alle sind chill. Keiner läuft hier amok. Das wäre doch nett. So, ansonsten, genau, hier nehmen wir den Clay schnell mit. Wir brauchen jetzt 10 Clay, oder Chat? Nee, 15, oder? 5, 5, 5 war das jeweils. Also 20 insgesamt, weil wir haben schon 5. Ah, ich glaube, nee, ich weiß es nicht. Ach so, wir haben auch eine Kiste, ich Esel. Ich kann auch in der Kiste gucken. Hatte ich nicht so viel Clay schon? Schon wieder vergessen, dass wir eine Kiste haben. Ah, ist egal. Wir brauchen es ja, wir brauchen es ja. Ich glaube, es ist echt nicht gut, wenn ich das hier so mache. Warte mal, wir lassen das mal, weil wir das gleich machen. Das ist wichtig. Woodworking. Kochen machen wir mal runter. Vielleicht ist es ja wirklich so XP-Teiler-mäßig. Survival auch gerade nicht. Outfitting. Alles mal runter, weil wir machen jetzt hier nur so Smithing. Was ich meine? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht ist es wirklich XP-Teiler-Pokémon. Je mehr Pokémon in der Party, desto schwieriger. Je mehr Shit aktiv ist, desto weniger. Ne? Weil ich nicht vorstellen kann, dass du dann, wenn du das einschaltest, du hackst nur Bäume und plötzlich bist du irgendwann Stones, Steinabbauern, krasser. Das wäre irgendwie weird. Ah, gut. Und Steinmetz, das war's, Alter. Steinabbauern, was glaube ich für eine Scheiße eigentlich. So, zack. Geocasting Wheel. Stone Crossguard. Stoneblock kann ich schon machen. Okay, geil. Ja, gib mir mal hier. Ja, Mann. Clay und Stone. Not enough resources. Ja, warte mal ab, du. Ich hab hier ein Kistchen. Ah, mit einem Clay nur. Ah, okay. Wir schmeißen mal rüber, dass wir mal so Sachen stacken. Twigs 50 reicht. Ja, ja, no space. Das kommt noch ein paar Mal, weil ich so gespammt habe. Crossguard ist schon mal geil. Stone Crossguard. Der Lightwood Handle. Ich habe jetzt keinen anderen Handle zum Machen gesehen. Die Assembly, nee, das lassen wir auch. Das heißt, wir brauchen noch mehr Clay jetzt, ne? War das. Ja. Nee, der hat doch Clay. Ach, 7 Clay. Oh, wo haben wir denn noch Clay gefunden? Na, oder wir lassen das, wir chillen kurz. Upp. Nehmen das Holz, was wir haben. Oh, beim Crafting wird das in den Kisten im Lager angezeigt mit. Okay, sexy, smart. Smart stuff. Das ist good stuff. Dinge, die andere auch nicht, ne, andere Spieler auch nicht dran denken. Okay, Plan B. Während wir auf Clay warten, weil bevor ich jetzt in der Gegend rumstiefel, nehmen wir nochmal Holz und Bäume. Und dann gucken wir, dass wir in 13 Minuten, ey, es tut mir leid, das dauert alles so lange, aber wie es halt in solchen Spielen ist. Dass wir noch gleich ready sind für ein bisschen Widget. Was heißt ein bisschen? Für 2 Stunden Widget. Leute, wenn ihr Bock habt, ne? Schmiegt euch schon mal so gerne. Reitet schon mal gerne so ein auf dem Discord. Geht vielleicht in Gaming 1. Oh, vielleicht wartet da sogar schon jemand und könnt so ein bisschen schnacken schon mal. Denn da geht's gleich los. Geht's gleich los. Wir machen das hier übrigensweise. Dotnut Twix. Bin ich voll oder was? Ich bin dumm, ja. Ba, 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 ba. Genau, nee, aber kann schon mal chillen. Wie gesagt, bin auch gleich da. Und dann machen wir das hier alles. Ach, das war mein Inventory, ich bin dumm. Ah, deswegen. Wieso dachte ich, da ist mein Inventory? Ba, 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 ba. Okay, wir schmeißen jetzt mal das rüber. So, dann nehmen wir Holz wieder raus. Mein Resin, Resin auch. Und bauen auch erstmal hier die Wand. So. Weil ich hier schon immer reinspringe, wie so ein Madman. Jetzt muss ich außen rumlaufen. Hold to destroy. Kann ich das nicht umsetzen? I cannot. Ja, vielleicht lasse ich hier einfach offen. Oh, die Gegner kommen ja sowieso nicht ran. Keine Ahnung. Egal. Ich mache schon wieder Bullshit. Wie es so ist. Ich mache schon wieder Bullshit. Clay wollten wir. Wir haben den Cooking. Wir haben jetzt sonst noch die Smelting Forge. Ja. Healing brauche ich wirklich sogar diesmal. Shit, Alter. Smelting, bauen wir das in die Bude? Nee, wir bauen das hier so an den Rand oder hier so an Stein. Zack, hier wird gesmeltet. Clay Shrivelwood. Dafür brauchen wir Shrivelwood. Ah, oh, Crap Baskets. Okay. Sonst machen wir vielleicht hier so ein Fence rein oder so. Boop.
Einfach so, ne? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Klackt es so ran? Das klackt nicht so ran. Vielleicht machen wir jetzt auch einfach mal hier unser Ceiling ran, was wir eigentlich schon machen wollten. Zack. Bam. Gebaut. Es sieht noch nicht so gut aus. I know. Es sieht noch nicht so... Das sieht noch nach nichts aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß, was ihr denkt. Ich weiß genau, was ihr denkt. Das sieht noch nach nichts aus. So, noch eine Lightwood Foundation. Klickt die auch so schön rein? Die klickt nicht so schön rein, irgendwie. Ich kann sie manuell... Oh mein Gott. Doch so. Okay. Ich habe sie manuell unter die Erde gepackt und das Spiel war dann so ein bisschen, habt ihr gerade gesehen, und war dann, ja gut, okay, dann machen wir das jetzt so. Alright. Gerne. Ach guck mal, wir können es auch so offen lassen, theoretisch. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Nee, wir machen schon hier eine Wand hin. Beziehungsweise, warte mal, ist das hoch genug für Monster? Nee. Wir machen hier eine Tür hin. Hier eine Tür. So, hi, und wie gefällt dir das Spiel? Hallo, Miri. Ja, bisher ganz gut. Das ist natürlich noch Barebone, das muss man natürlich sagen. Open Beta Footage. Geht im Juli Early Access, aber bisher das, was da ist, ist schon alles ganz nett. Also, muss man sagen. Ich bin gespannt, habe ich auch gesagt, ne? Und man muss gucken, wo die Reise hingeht bei solchen Spielen. Ist es dann was, was ewig im Early Access ist, dann nie rauskommt und irgendwie nichts wird und so langsam. Und dann so langsam dahinscheidet. Dein Leben. Ja, stimmt, du hast ja die Sensubin geworfen. Du hast recht. Das ist immer ein guter Reminder. Sensubin. Goddammit, heal yourself. You're gonna die. Die Frage ist, hab ich was, um mich zu heilen? Ich hab was, um mich zu heilen. Warte. Nicht take all. No, no. Okay, egal. Nee, aber es ist ein guter Punkt. Die Sensubin ist immer der Reminder. Ich muss mich ja so ein bisschen fresh machen hier. Ach ja. Nee, aber wir gucken mal. Also, das, was bisher schon da ist, ist halt alles sehr early. Schon alles, also es ist nett, es macht Laune. Sonst hätte ich auch wahrscheinlich nach 20 Minuten ausgemacht. Oder nicht mal nach 20, aber ne. Ich bin gespannt. Ich warte, ich gucke, wenn der Release ist. Schau bei anderen Streamern rein, was die so machen. Frage ist auch, wie dein Monetization ist. Ist es One-Time-Payment und du gönnst dir? Ich habe so mein Problem mit Early-Access-Spielen kaufen, weil da habt ihr alle wahrscheinlich durch. Oh ja, sieht eigentlich ganz geil aus, Early-Access. Nach einem Jahr wird's gedroppt, Geld hast du ausgegeben, Spiel ist... Deswegen, gucken wir mal, was da so passiert. Aber ich hab an sich Bock. Ich hätte auch Bock, das, ne, wenn wir da mal Leute rankriegen, dann später nochmal zu einem Zeitpunkt, auch da hier irgendwie zusammen, dass wir sagen, ey, komm, wir bauen jetzt hier ein Städtchen. Und dann halt so dieses Rollenverteilung, weißt du, weil du kannst dich ja so ein bisschen spezialisieren, das finde ich cool. Hier mit den Skills, dass je nachdem, was du machst, wird es mehr. Das finde ich irgendwie cool. Das finde ich, hat was. Und dass man dann so ein bisschen Rollenverteilung, weißt du, und ja, halt so ein kleines Dörfchen aufbaut. Wenn es dann auch nicht eingerissen wird, weil das ist auch noch was, wenn sie das ändern, wenn du offline bist und dein ganzer Scheiß wird eingerissen, dann fange ich auch gar nicht erst an, das zu spielen, muss ich sagen. Ich habe so Rust-Videos gesehen, ich würde Rust nie spielen, weil ich mir denke, Bruder, Arbeit, noch Stuff so neben dem Stream, dann zockt man auch noch andere Games, wie soll ich da irgendwie mich in Rust um ein Lager kümmern? Da muss ja... So, das ist ja utopisch, ne? So. Das ist ja Overkill. Einfach komplett Overkill. Deswegen, wenn das später so eine Nummer ist, dann wäre doof, so wie es jetzt ist, mit man kann scheinbar die Leute nicht angreifen. Und du hast halt diese Monsterwellen, die du dann mal verteidigen musst, wäre das totally fine. So. Not gonna lie. Das wäre cool, wenn das dann halt auch nur passiert, wenn du da bist. Weil wenn du nicht da bist und dann kommen Monster, Clay ist nicht respawned, und dann kommen Monster, und dann reißen die halt Monster ein und nicht andere Spieler, wäre das auch schon wieder... Entschuldigung für die Sounds, aber ich finde sie sehr appropriate an der Stelle. genau, und das ist es so. Ansonsten, ja, es macht Laune. Also wir haben jetzt hier relativ viel gesehen. Gut, vielleicht so Schneegebiete hätte ich mehr mitnehmen können. Aber ansonsten, so, die Foundation ist da. Das könnte alles echt sexy werden, so. Muss man sagen. Jetzt ist Clay leider nicht respawned, ihr Süßen. Das heißt, wir machen einfach... Wir machen mit dem, was wir haben, jetzt eine Waffe, weil wir sind am Ende. Wir gehen gleich über zu Witchet. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr sehr gerne mitmachen. Wir legen unseren Shit ab. Warte mal, kann ich irgendwas craften, was irgendwie geil ist? Theoretisch? Tiny Weight? Ja, gerne.
Ich kann auch nur sagen, schaut's euch an. Demo ist da, schaut's euch an. Springt rein, baut selber, baut ab. Es ist viel abbauen, aber das ist halt bei solchen Games so. Baut viel ab, baut ein kleines Häuschen, gönnt euch. Wann sollte es official online sein? Early Access startet am, was war das? 18.07. Coreborn Early Access. Wann das dann aus dem Early Access rauskommt und ein richtiges volles Spiel ist, das ist natürlich noch eine andere Sache. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir bauen jetzt noch, damit wir überhaupt mal hier ein kleines Messerchen haben. Assemble Weapon, das finde ich cool. Du baust. Ach nee, hier. Blade. Handle. Crossguard. Ha! Strong Broadsword of Opportunity. Gearscore 152. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was hat unser jetziges Schwert? Gar nichts. Okay. Wisst ihr was? Wir nehmen das auch und wir removen das. So, und wir haben jetzt hier ein neues Schwert. So, wir fangen an bei diesen Harzbibern. Ha? Lädst du dir auch gerade runter? Ja, gönn dir, du. Es ist mehr Schaden. Ja, es ist mehr Schaden. Ah! Du kleine Ratte. Nee, du Biber, Entschuldigung. Ja, Combat und Animation muss halt auch noch. Also, das ist Early Access. Ich hoffe, sie geben dem Spiel auch Zeit. Nicht zu viel Zeit. Es sollte auch nicht irgendwie 5 Jahre Early Access sein. Das wäre auch Kacke. Ich hoffe, die sind jetzt mit dem Early Access, der dann droppt, an einem guten Punkt. Wo es dann halt echt so ist, okay, wir machen jetzt Early Access, damit Leute es spielen und wir richtig gutes Feedback kriegen. Wisst ihr, das ist ja, glaube ich, würde ich denken, so der Sinn von Early Access. Du willst, ne, du hast ein gewisses Grundgerüst vorzuweisen und Leute sollen das spielen und im besten Fall irgendwie auf den Discord-Servern chillen, die damit einhergehen, auf dem Steam-Forum schreiben, Feedback geben, dass sowas halt einfach geil wird. So, hier ist zum Beispiel was, was ein anderer Spieler gebaut hat. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber schon ganz schick. Und ich könnte mich auch bewerben hier, falls er online wäre oder ist bei seiner Stadt, das zählt ja als Stadt. Hier. Quest Membership, so, ey, darf ich rein? Und dann könnte man, ne, so. Und das wäre halt cool, so mit Stream, so schön was aufbauen, eine kleine, ne, so. Kleines Dorf, großes Haus wahrscheinlich, einfach nur so einen schönen Turm. Ich bin so ein Freund von Türmen, Türme sind geil. Und dann einfach machen. So, dann einfach machen. So. Man kann ja auch schon mal Blueprints setzen, wie ich wahrscheinlich sowas so bauen würde hier. So, machen wir hier noch eine Wand und hier noch ein Fensterchen rein. So. Vielleicht hier auch noch einen Eingang sogar. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht hier auch noch so ein. Obwohl, nee, da haben wir vielleicht zu viele Angriffspunkte. Machen wir noch ein Fensterchen hier rein. Zack. Warte, ich hab zack gesagt. So. So, dann würde es natürlich weitergehen mit dem Ceiling und mit. Ah, ich glaube, ich kann keinen Blueprint an Blueprint setzen, ne? Oder? Warte mal, Ceiling. Doch. So, zack. Oh, so einen kleinen Turm, so ein bisschen hoch. Einfache Foundation, so ein bisschen ausufernd hier und da. Und das wäre so mein Plan, mein Ziel. Nö, gucken brauchen wir nicht. Ja, und ihr Lieben, damit wären wir halt am Ende von hier dem Beta-Anzocken von Coreborn. Gönnt es euch gern, so wie BDFR Security, ladet es euch runter, zockt es eine Runde an, wenn ihr Interesse gefunden habt.